Ein herzliches Willkommen zur Liebeslegung für den Monat September. Wir schauen uns für den ganzen Monat, für die Sternzeichen an, was da so los ist in den Karten und natürlich auch astrologisch. Welche Karten verwende ich? Also erstmal für die Legung verwende ich das Golden Botticelli Tarot von Alexandrov Atanasov. Dann das Tarot of Sexual Magic. Das ist auch das normale Tarot bei Laura Thuan und gezeichnet von Mauro De Luca. Für die, ich sage jetzt mal, persönlichen Legungen in der Allgemeinlegung, auf deiner Seite haben wir das Arcanum Tarot und auf der anderen Seite für dein Gegenüber das Telema Tarot. Beide sind von Renata Leckner. Dann haben wir meine eigenen Karten, so mal ein bisschen um ins Detail zu gehen, und eine Orakelkarte von den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von Colette Bern-Reed. Das ist einfach mal, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie die Kartenlegungen sind. Wir wollen natürlich auch die Astrologie beleuchten, allgemein natürlich, und dann so ein bisschen expliziter auf die Sternzeichen bezogen, also so eine Zusammenfassung, was astrologisch passiert in diesem Monat, erstmal allgemein für alle und dann für die Sternzeichen im Besonderen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude daran, könnt da was für euch mitnehmen, könnt euch da auch so ein bisschen überlegen, wie ihr ja partnerschaftlich und so weiter vorgeht. Ihr entscheidet das natürlich selbst. Wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte nicht, dann zum Schluss ein Däumchen hoch, gerne auch Kommentare. Ich freue mich immer über Rückmeldungen, wie euch das gefallen hat oder was ihr daraus mitnehmen konntet. Das ist so für mich die Rückmeldung, dass es Sinn macht für euch. So, und dann wollen wir uns natürlich anschauen jetzt erstmal, was astrologisch im Monat September so drin ist. Viel Spaß und bis gleich. So, meine Lieben, wir wollen uns anschauen, was astrologisch drin ist im Monat September. In der Liebe vor allen Dingen. Und dazu haben wir natürlich erstmal die Sonne. Die steht bis zum 23. September in der Jungfrau. Das ist sehr pragmatisch, sehr routinemäßig, hilft aber auch den Alltag zu bewältigen, auch in Beziehungen. Zu Beginn haben wir den Mond im Krebs, die ersten zwei Tage, und dann haben wir danach den Mond im Löwen. Also erstmal pragmatisch, ruhig, die anderen Planeten, da haben wir auch so ein bisschen mit Neptun zu tun, der ein bisschen die Sinne verwirren kann. Und ja, es kann natürlich sein, dass man träumt, verträumt es, auch gerade im Beziehungsbereich. Wichtiger wäre es, dafür zu sorgen, dass die Dinge auch der Realität standhalten. Das muss man eigentlich permanent, auch gerade in Beziehungen, auch wenn es mal schwieriger wird. Die Venus ist bis 10. September in der Waage und damit harmoniebedürftig aufeinander zugehend. Danach, ab 10. September, geht sie in den Skorpion, was dann etwas tiefgründiger, möglicherweise auch kontrollsüchtiger machen kann, nicht muss. Ja, das ist die Entscheidung jedes Einzelnen und sicherlich auch bei den verschiedenen Sternzeichen unterschiedlich. Ja, Merkur, die Kommunikation, steht auch in der Waage, was auch die Kommunikation leichter macht. Das geht bis zum 5. November, nämlich in der Waage. Jedoch müsst ihr darauf achten, ab 27. September bis 18. Oktober wird Merkur rückläufig. Damit verzögern sich Dinge, es wird falsch verstanden. Also auch das kann in Beziehungen selbstverständlich Auswirkungen haben. Dann haben wir Mars, durchsetzungsstark, der bis zum 15.09. auch in der Jungfrau steht und danach ebenfalls in der Waage. Waage ist ein schönes harmonisierendes Sternzeichen, auch in den Planeten natürlich. Allerdings kann es auch manchmal etwas unentschlossen, hin und her gerissen. Man will es allen gerne recht machen sein. Wir haben ja noch andere Planeten, Mars und Pluto sorgen auch schon mal dafür, dass man sich mit aller Gewalt durchsetzen möchte. Man ist ja bereit, viel zu tun, um Dinge zu Ende zu bringen. Wir haben am 6. auch noch die Venus quer zu Pluto. Da ist das Thema Missgunst, Neid vielleicht vorhanden oder eben auch Eifersucht. Und da muss man aufpassen. Ja? Denn man sollte sich fragen, woher kommt diese Eifersucht? Eifersucht entsteht eigentlich nur durch dieses Minderwertigkeitsgefühl bei einem selbst. Okay, schauen wir uns weiter an. Wir haben natürlich am
6. Ja, das ist diese Geschichte mit der Eifersucht. Wir haben dann auch Neumond in der Jungfrau am 7. Da haben wir positive Entwicklungen, Sonne, Sextil zum Mond. Der Mond steht auch in der Jungfrau, eben Neumond. Und wir haben Sonne, Trigon, Uranus, also das sollte eigentlich ganz gut verlaufen. Es ist eben auch die Frage, ob die Dinge realistisch sind. Also in Beziehungen sollte man miteinander eigentlich ganz gut harmonieren. Dann haben wir Venus, die am 10. September in den Skorpion geht. Und da ist man natürlich voll dabei. Das ist Wasserenergie, das bedeutet, man hängt sich voll rein. Aber es hat auch so ein bisschen dieses Gefühl von, ich möchte es kontrollieren, damit nicht schief gehen kann. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Denn durch negative Gedanken oder negativen Einfluss kann man genau das hervorrufen, was man vermeiden möchte. Dann haben wir die Sonne am 14., die sich von Neptun ja so ein bisschen in die Irre führen lassen könnte. Das bedeutet, man hat hochfliegende Pläne, aber man prüft sie vielleicht nicht auf Realität, gerade in Beziehungen. Und dann haben wir Mars in der Waage, was auch wieder ein bisschen unentschlossen macht. Und am 17. Sonne und Pluto, da ist dann wieder für einen Tag so die Energie, ich kann mich entscheiden, ich kann dafür einstehen, ich kann das umsetzen. Ja, das kann aber auch, wie gesagt, wieder missbraucht werden, wenn man auf seine Meinung oder sein Tun besteht. Dann haben wir günstige Sterne am 20. auch, Romantik, Vollmond in den Fischen am 21. Also ich denke mal, Merkur und Jupiter wirken am 20. sehr, ja, leitgebend oder ich sage jetzt mal zielführend, ja, weil man sich klar wird, wo man hin möchte. Und dann, wenn man sich einig ist, kann man das eben am 21. mit dem Vollmond in den Fischen gut feiern. Merkur und Pluto am 22., da ist so wieder, ich möchte anderen meinen Willen aufzwingen, vorsichtig damit. Dann geht die Sonne da auch in die Waage und das ist eigentlich harmonisierend, aber am 23. haben wir wieder Venus-Uranus, das wird dann wieder kompliziert oder verkompliziert, das kann natürlich sein. Und dann will man es wissen, wie komme ich an, wie geht's weiter? Und da kann man diese Beziehung, die man vielleicht so ja, gerade führt oder wo man gerne mehr Standhaftigkeit hätte, die könnte man aufs Spiel setzen, wenn man seinen ja, Marktwert prüfen sollte. So, dann haben wir haben Mars und Saturn. Saturn, wisst ihr ja, ist die Erdenergie auch, pragmatisch vorzugehen. Das hilft auch in Beziehungen, sich voranzubringen. Am gleichen Strang zu ziehen. Wir sind ein Team sozusagen oder wir sind Kameraden. Wir sind ja nicht nur ein Liebespaar vielleicht, sondern eben auch Kameraden. Und man kann gemeinsam sehr viel erreichen, wenn man immer dafür sorgt, dass man auf der gleichen Fährte ist. Und Erfolg in Beziehungen bedeutet, dass man sich einig ist und dass man das eben auch langfristig ist. Dann haben wir die Rückläufigkeit Merkurs. Und wie das läuft, wisst ihr, wenn ihr meine Legung schon mal gesehen habt. Es ist verlangsamt, es ist Missverständnisse herbeiführend. Dinge werden verzögert und man soll in dieser Zeit möglichst keine Verträge schließen. Und das gilt genauso für Partnerschaften. Man sollte nicht unbedingt in der Rückläufigkeit eine Partnerschaft beginnen. Ja? Und falls das halt passiert, muss man sich vergewissern, ob das auch nach der Rückläufigkeit noch so ist, wie zum Beginn. Das geht bis zum 18. Oktober. Das sind ein bisschen mehr als 3 Wochen, aber die kann man überbrücken, indem man weiß, woran es liegt, dass die Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte. Ja, wir haben 29. noch Venus sehr positiv eingestellt mit Neptun. Da kann man also miteinander träumen, da kann man einander spüren. Venus ist ja auch Sicherheit in einer gewissen Form, aber es ist auch diese Dinge zu träumen gemeinsam und auch gemeinsam, ja auch mal Luftschlösser zu bauen, aber sich dann auch wieder der Erde zu nähern, um das dann auch zu prüfen, was geht und was nicht.
Dann haben wir auch Sonne und Saturn, die eben immer im Hintergrund sagen, was geht davon wirklich? Was könnt ihr davon wirklich umsetzen? Und das ist auch wichtig so. Wir haben noch ja, Sonne, Quadrat, Mond. Der Mond ist Ende des Monats auch im Krebs. Dann haben wir ein Trigon zwischen ja, Neptun und Venus. Dann haben wir Sonne, Trigon zu Saturn. Also ich denke mal, auch wenn man mal zwischenzeitlich so ein bisschen die Bodenhaftung verliert, auch in Beziehungen, kann sich das zum Ende des Monats auf jeden Fall wieder etwas legen. Also ich denke, es kommt immer darauf an, inwieweit man bereit ist, auf der einen Seite auch Gefühle zu zeigen, entgegenkommen, Offenheit, Gespräche zu führen und auf der anderen Seite auch sich selbst zu sagen, was möchte ich? Wo will ich hin? Was ist für mich wirklich relevant, auch gerade in Beziehungen und was vielleicht nicht so? Und wo bin ich kompromissbereit und wo eigentlich nicht? Je besser du dich selbst kennst, desto besser kannst du auch eine Beziehung führen. Schauen wir uns das jetzt mal an, wie das im September aussieht für die einzelnen Sternzeichen. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind im September und in Sachen Liebe, Beziehungen unterwegs. Du weißt, wir haben die rückläufigen Planeten, die noch so bis Oktober die ersten dann wieder sich auflösen, also wieder in die Vorläufigkeit kommen und dann natürlich auch mehr oder weniger nachhorchen wollen, was hast du gelernt, auch natürlich in Bezug auf Beziehungen. Da haben wir Saturn, der wird am 11. Oktober wieder vorläufig. Und ich meine, du bist ja eine Erdenergie und mit der Sonne in der Jungfrau sehr pragmatisch. Du gehst deiner Routine nach, sicherlich auch in Beziehungen. Und Uranus sitzt dir im Nacken, auch der ist rückläufig. Und der ist auch noch etwas länger rückläufig. Während der Rückläufigkeit geht es darum, zu erkennen, was du selbst willst. Und Uranus ist halt nervtötend. Ja, das ist der große Weltverbesserer. Und auch in Beziehungen, was gibt es da zu tun? Und wir haben ja auch, wie gesagt, Zeit dazu, uns zu überlegen, was wir bei uns selbst verbessern können. Und das kann nie schaden, sich darum zu kümmern. Neptun ebenfalls. Und da solltest du auf deine Intuition ein bisschen mehr eingehen, auf dein Inneres. Und mit Pluto, du schaffst vieles, auch in der Rückläufigkeit, auch gerade so Dinge, die bisher liegen geblieben sind, aber du darfst dich auch gerne ein bisschen um die Beziehung kümmern. Wir haben, habe ich dir ja schon gesagt, glaube ich, im Vorfeld, da haben wir ja auch bis zum 10. September die Venus in der Waage, was ausgleichend wirkt, und dann ab 10. bis 7. Oktober die Venus im Skorpion. Und damit tiefgründiger, den Dingen auf den Grund gehen wollen, auch ein Stück weit Kontrolle ausüben wollen. Als Stier nimmst du Partnerschaft auch als etwas sehr ja, Wertvolles wahr und natürlich auch ein Stück weit etwas, was dir gehört. Ja, auch wenn du das jetzt nicht so hören möchtest. Ja. Es ist auch nicht böse gemeint, aber Stier vereinnahmt gerne auch mal die Partnerschaft, den Partner oder die Partnerin. Auch das ist etwas, je nachdem, mit wem du zusammen bist, was eben schwierig sein könnte. Und Merkur haben wir in der Waage, also Gespräche sind wichtig, Austausch, Harmonie herbeiführen. Merkur ist ja Kommunikation, nun haben wir aber ab 27. dann Merkur rückläufig und das kann eben dazu führen, dass man auch nicht miteinander so gut klarkommt oder dass die Dinge falsch verstanden werden. Wir haben den Mars in der Jungfrau bis zum 15. September und danach geht Mars in die Waage. Bis 15.09. sorgt Mars dafür, dass du dich an die Dinge hältst, die Sicherheit und Stabilität herstellen. Und danach wirst du vielleicht ein bisschen unentschlossen, unsicher. Und da sollte man natürlich aufpassen, dass man seine Ziele nicht aus den Augen verliert, auch was die Beziehung betrifft. Und in der Beziehung sollte man immer schauen, dass man am gleichen Strang zieht. Du hast jede Menge Kapazität. Die Sonnenenergie
von Sonne in Jungfrau unterstützt dich. Und du bist auch, ich sage jetzt mal beruflich, sehr eingespannt. Hast da vielleicht auch viel zu tun. Bist da auch sehr gefragt. Und deshalb kann es sein, dass zu Beginn des Monats die Beziehung ein bisschen zu kurz kommt. Das ärgert nicht nur dich, sondern natürlich auch dein Gegenüber. Da hast du viel zu tun. Da hast du natürlich auch, ich sag jetzt mal so, die Priorität im Monat September. Vergiss aber nicht, trotzdem auch ein Stück weit dir Zeit zu nehmen für die privaten Dinge, für die Familie, für Dinge, die zwischenmenschlich auch im privaten Bereich wichtig sind. Wenn du Single bist, ist es auch sehr wichtig, die Augen offen zu halten und sich auch, naja, sagen wir mal, anderweitig mal ein bisschen zu öffnen. Das ist in der heutigen Zeit natürlich nicht ganz leicht, aber du kannst die Zeit nutzen, auch an dir Dinge verbessern, offener zu werden vielleicht auch. Du bist ja auch gerne, sagen wir mal, du isst gerne, du magst die sinnlichen Genüsse insgesamt. Und da schaffe dir ein Stück weit Freiraum, damit du das eben vielleicht auch mit neuen Kontakten genießen kannst. Ja, schauen wir uns das jetzt mal in den Karten an für den Monat September, für den Stier. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Stier, zur Liebeslegung für den September. Wir haben die Astrologie gehört, jetzt schauen wir uns an, was in den Karten so drin ist. Auch allgemein, natürlich keine persönliche Legung, aber du kannst dir Dinge rausziehen für dich persönlich. Das macht dich auf Dinge aufmerksam oder bringt dich einfach auf Ideen. Schauen wir uns an, was wir für den Stier als Energie in Sachen Liebe für den Monat September haben. Wir haben die Liebenden, wunderbar. Eine Entscheidung für und mit der Liebe oder in der Liebe. Wir schauen uns das an. Was ist das Thema? Thema für den Stier ist die Kraft, die Disziplin, Durchhaltevermögen, Feuer, Temperament. Auf deiner Seite 3 der Münzen, das heißt, du bist Teamplayer. Auf der anderen Seite 5 der Stäbe, da ist so ein bisschen Wettbewerb drin, vielleicht auch Stress von anderer Seite. Dann haben wir, was so gerade passiert, 10 der Münzen. Und dann haben wir das, was unbewusst ist, 3 der Kelche. Man ist gesellig, man möchte in der Gesellschaft natürlich anerkannt werden, man möchte natürlich auch was erleben. Wir haben Stabilität und Sicherheit und hier, wie gesagt, Geselligkeit. Ratschlag ist die 8 der Stäbe, auch hier Austausch, Gespräche, Kommunikation. Und wir haben die 3 der Stäbe als Ausgang, das bedeutet vorausschauendes Denken, also nichts Unüberlegtes tun. Ich denke auch, nichts Unbesprochenes tun. Also miteinander kommunizieren ist, denke ich, sehr wichtig. Schauen wir uns an, was wir noch haben, so für die Liebeslegung für den September. Wir haben die 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Wunscherfüllung durch Disziplin, dadurch, dass man dran arbeitet, sich drum kümmert. 3 der Münzen, 5 der Stäbe, da haben wir die 5 der Stäbe von hier. Wir haben alle momentan mit irgendwelchen Schwierigkeiten zu kämpfen. Altlasten, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dein Gegenüber auch. Da haben wir aber die Mäßigkeit, dass es auch so in seine innere Mitte kommen, so dass Gefühl und Intellekt sich in Einklang befinden. Das Ass der Kelche, das ist auch die Eigenliebe, sich selbst um sich kümmern und damit auch, sage ich mal, diesen Kelch befüllen, um den anderen, die andere dann auch mitzunehmen. Wir haben die Königin der Münzen, Stabilität und Sicherheit, auch gerade so im gesellschaftlichen Umfeld. Das passiert unbewusst, ist aber die Erdenergie des Stiers. Wir haben den Knabe der Schwerter, Informationen austauschen. Das heißt, man muss nicht alles jetzt und gleich und hier auf den Tisch legen, sondern immer mal wieder das Gespräch suchen in einer gewissen Situation und das klären. 3 der Stäbe, 8 der Münzen, man sollte daran arbeiten, was man denn in Zukunft haben möchte, wie man die Beziehung führen möchte, was beide wollen, so ungefähr. Also ich denke, es geht einfach darum, für beide so ein Stück weit die Wunscherfüllung herzustellen, durch Kommunikation, durch ja, sich vergewissern, dass man auf der gleichen Ebene ist, dass man das Gleiche möchte. Wir schauen uns das jetzt auf die Einzelpersonen bezogen nochmal an. Wir gehen jetzt erstmal zu dir als Stier, wie so die Energie im Monat September aussieht. Wir haben die Sonne in der Jungfrau. Ich denke, dass du da großartige Unterstützung hast und das eben auch für dich nutzen kannst. Was haben wir denn da für den Stier an Energie?
Was ist deine Energie im September? Die 9 der Münzen. Das heißt, für sich selbst auch, ja, ich sag mal, verantwortlich sein, sich um sich kümmern. Die 9 der Münzen ist eben auch kurz vor der 10, kurz vor dem Durchbruch. Und ja, es ist immer wichtig, auf sich selbst zu achten und natürlich auf andere, aber bei sich selbst zu beginnen. Was sind deine Gedanken? Manifestation, du möchtest Dinge aus den Gedanken in die Realität umsetzen, was sehr schön ist. Aber das bedarf natürlich auch einer gewissen Vorbereitung, das Abstimmen mit anderen, ja, sich einfach Unterstützung holen, Rückendeckung. Dann haben wir die Umstände, die sind äußerst positiv mit der Sonne, also positive Entwicklungen, gerade auch in der Partnerschaft für den Stier. Das ist hervorragend. Und ich denke mal, dass du davon partizipierst. Die Hoffnung, die du hast, 7 der Schwerter, das ist das Verborgene. Vielleicht sind es halt diese Sachen, die du noch so mit dir rumschleppst. Es kann auch etwas sein, was dir peinlich ist. Ich denke, dass du ein paar Dinge nicht so, ja, ich sag mal, hervorheben möchtest. Der Versuch oder das Hindernis ist die 8 der Schwerter. Das ist so ein bisschen, naja, mir fällt nichts mehr ein, ich weiß keine Lösung. Dann ist es immer wichtig, was anderes zu tun. Der Ausgang ist die Stärke. Das, was wir hier in der Mitte auch haben, das ist eben, ja, Disziplin, dranbleiben, nicht aufgeben. Ja? Und du stehst kurz vor einem Durchbruch, auch in Beziehungen. Deshalb finde ich das ganz besonders schön. Schauen wir uns an, was wir jetzt bei deinem Gegenüber haben. Und wenn du Single bist, bei der Person oder den Personen, die du kennenlernen kannst im Monat September. Was ist denn da für eine Energie da in Sachen Liebe? Was haben wir da bei deinem Gegenüber zu erwarten? Der Eremit, Jungfrau-Karte, könnte eine Jungfrau sein. Jungfrau-Energie ist also, dass man nach innen geht, dass man nicht so nach außen extrovertiert ist, sondern eher introvertiert. Es bedeutet auch, dass man seine Talente, seine Möglichkeiten erkennen möchte, dass man ja auch sensibel ist, sich auch um sich selbst kümmert natürlich. Gedanken, da haben wir die 5 der Kelche. Das sind vielleicht vergangene Dinge, die nicht so gut gelaufen sind für dein Gegenüber, auch Altlasten, aber die 3 umgefallenen Kelche lassen wir beiseite. Wir kümmern uns dann um die 2 der Kelche, dass man aufeinander zugehen sollte. Die Umstände für dein Gegenüber ist der Hierophant. Das kann eine Firma sein, das kann aber auch eine bestehende Beziehung sein, eine Verbindung, die nicht so leicht aufzulösen ist, wo man vielleicht noch nachhängt. Vielleicht hat das auch mit den Umständen der 5 der Kelche zu tun. Durchaus möglich. Dann haben wir die Hoffnung. 5 der Schwerter. 5 der Schwerter ist ja unliebsames Ansprechen und dann auch eine Klärung daraus kriegen. Also ich denke mal, dein Gegenüber hat auch ganz schön schwer zu kämpfen momentan. Was ist der Versuch oder das, was eben der Versuch oder das Hindernis? Es ist die 7 der Stäbe. 7 der Stäbe ist, man steht für seine Belange ein, man ist gewappnet. Das ist auch ein Abwehrmechanismus, wenn wir sagen, der Versuch oder das Hindernis. Für sich selbst einzustehen ist der Versuch. Das Hindernis ist, dass man vielleicht gar nicht so durchdringt. Ausgang für dein Gegenüber ist auch die Stärke. Das ist interessant. Wir haben es als Thema und wir haben es auf beiden Seiten als Ausgang. Schauen wir uns das jetzt nochmal explizit an. Wir haben als Energie auf der einen Seite, man kümmert sich um sich selbst, auf der anderen Seite den Eremiten. Wir haben die Liebenden als Energie. Schauen wir uns an, was die 9 der Münzen für den Stier bedeutet als Energie. Sehr gut. Und neu planen. Also du beginnst neu zu planen. Vielleicht erstmal für dich selbst und dann nach außen. Und wir schauen uns jetzt an bei deinem Gegenüber, wie das mit dem Eremiten aussieht. Möglich und vielleicht. Da ist noch ein bisschen Unentschlossenheit. Du willst direkt bei der Manifestation gedanklich. Dein Gegenüber hadert noch so ein bisschen. Was haben wir hier? Überdenken, also nicht so schnell. Genug nachdenken, genug überdenken bitte. Und hier haben wir verborgen und das Verborgene aufgeben. Das bedeutet auch, dass bei deinem Gegenüber ja so ein bisschen diese Scheu da ist, sich auf etwas einzulassen, vielleicht auch loszulassen oder sich zu öffnen. Und das sollte dein Gegenüber aufgeben.
Das kann natürlich nur sein, wenn man ein gewisses Maß an, ja, sagen wir mal, Vertrauen hat. Positive Energie in der Hoffnung. Und dann hier haben wir Verbindung. Das sind die Umstände, nicht die Gedanken. Die Gedanken hatten wir gerade. Wir haben hier die Sonne. Wir haben hier den Hierophanten. Da ist bestimmt noch eine Beziehung. Und wir schauen mal. Wir haben bei dir die 5 der Stäbe und auch auf der anderen Seite die 5 der Stäbe. Was haben wir denn da? Optimismus, das ist gut. Und Forderung. Vorsichtig mit Forderung, mein lieber Stier. Du kannst nichts fordern. Es ist eher ein Wunsch, ja, was du deinem Gegenüber entgegenbringst. Also fordern ist nicht. Ja, das muss freiwillig kommen. Hier haben wir Einfluss und Zustimmen. Ja, genau. Eine Forderung ist nicht adäquat. Es muss ausgewogen sein. Man muss sich entgegenkommen. Ausgang ist das Arbeiten und vorausschauendes Denken. So, wir haben jetzt hier einmal die 7 der Schwerter und einmal die 5 der Schwerter. Wir schauen diese beiden Karten jeweils zusammen. Bei dir ist es Optimismus und positive Energie. Und die 7 der Schwerter ist die Diebstahlkarte. Vorsicht, da kann man zu optimistisch sein. Wir haben besser. Vorsicht ist besser. Also vorsichtig sein. Nicht jeder, dem du begegnest, ist dir wohlgesonnen. Das hat nichts unbedingt mit der Partnerschaft zu tun, aber dein Vertrauen, dein Optimismus kann dazu führen, dass du vielleicht anderen zu viel Vertrauen schenkst. Und hier haben wir die Verbindung und die 5 der Schwerter. Da will sich jemand durchsetzen. Das ist sein oder ihr Wunsch. Also es geht darum, auch ein paar unliebsame Dinge benennen und beiseite räumen zu können. Das ist eigentlich recht gut. So, dann der Versuch oder das Hindernis ist für seine Dinge einstehen bzw. Gedankenkreisel beim Stier. Das Ergebnis, warte. Warte auf das Ergebnis. Das heißt, die Lösung ist noch nicht so parat. Und hier haben wir Antwort, jetzt oder nie. Also, es ist schon so, dass dein Gegenüber von dir eine Antwort haben will, jetzt oder nie. Es soll kein Druck sein, aber ich glaube, dass jemand da vielleicht auch schon länger auf eine Rückmeldung, eine Antwort von dir wartet, mein lieber Stier. Und deswegen wäre es günstig, da entgegenkommen zu sein, keine Forderung zu stellen, sondern ein Stück weit entgegenkommen zu sein, vorsichtig zu sein, zaghaft langsam zu machen. Und nicht, wie gesagt, zu hohe Erwartungen zu haben, sondern hier auch mal die Person sich durchsetzen zu lassen. Wir haben Bausteine als Orakelkarte für den Stier und natürlich sein Gegenüber oder sein potenzielles Gegenüber. Schauen wir uns an, was wir haben mit der Nummer 28. Die Bausteine. Ein starkes Fundament, eine gelungene, noch andauernde Aufbauarbeit. Also man ist noch dran, das zu kreieren gemeinsam. Oder wenn du noch Single bist, jemanden kennenzulernen, mit dem du das aufbauen kannst. Wenn du diese Karte erhältst, so will sie dir sagen, dass du neue Beziehungen aufbauen und bestehende untermauern wirst. Beziehungen, die auf einer stabilen Grundlage von Ehrlichkeit, Bescheidenheit, klarer Kommunikation und dem echten Wunsch, einander zu kennen, beruhen. Du bist dabei, das Fundament für eine Partnerschaft zu legen, die so unerschütterlich ist, dass sie jedem Sturm standhalten kann. Auch schon seit langem bestehende Beziehungen werden jetzt erneuert und gefestigt. Zu zweit seid ihr stärker, weiser und mächtiger als jeder für sich allein. Ihr könnt euch gegenseitig unterstützen und helfen. Und das ist eben auch das mit den 2 der Kelche und die Disziplin, dass man daran arbeitet, sich selbst nicht immer zu wichtig zu nehmen, aber auch sich selbst nicht immer zu unterdrücken. Es muss ein gesundes Mittelmaß sein. Wunscherfüllung ist ja, dass man hier die Disziplin an den Tag legt. Und das ist für beide Seiten eben das Thema Disziplin. Sich selbst zu disziplinieren, zu wissen, was man möchte, für sich einzustehen, nicht zu viel zu fordern und auch nicht immer, naja, so eine Ego-Tour hinzulegen, ja. Ich weiß, dass du sehr nett bist, sehr lieb bist, mein lieber Stier, aber manchmal bist du sehr vereinnahmt und sehr bestimmend. Und vielleicht, wenn beide ein bisschen nachgeben, wenn beide sich ein bisschen entgegenkommen,
Hier haben wir da auch eine gewisse Traurigkeit, entweder aus Erfahrungen oder auch innerhalb der Beziehung. Das kann man wieder beleben oder aus der Welt schaffen. Darum geht es ja auch, habe ich ja gesagt, mit den rückläufigen Planeten diese Dinge abzubauen und mit Disziplin und auch dem Wunsch gemeinsam daran zu arbeiten. Das ist ja die Wunscherfüllung. Da könnt ihr ganz grandiose Ergebnisse erzielen. Ich wünsche dir und deinem Gegenüber ganz viel Glück dabei. Sieht gut aus. Es kommt drauf an, was jeder draus macht. Ich bin gespannt, was du berichtest, wie du damit umgehst, was du daraus machen kannst. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen, auch gerne nach September. Die Dinge werden sich ja erst noch im Monat September entwickeln. Viel Erfolg und bis bald.